zusammen und willkommen zu meinem letzten Look Fantastic Box Unboxing. Das ist die letzte. Ich hatte ein Jahresabo und jetzt habe ich das gekündigt. Habe mir erstmal wieder die Glossy Box bestellt. Mal gucken, wie die sich in der Zwischenzeit verändert hat. Ja, dann lasst uns mal die letzte auspacken. Ja, ich habe schon reingeguckt. Aber ich zeige euch natürlich trotzdem den Inhalt, wie ich es immer mache. Einmal die L. Das fühlt sich so dick an. Ist da irgendwie ein Goodie drin? Nee, irgendwie nicht. Naja, auf jeden Fall einmal die L ist da drin, ein bisschen was zum Lesen. Und ich habe, um ehrlich zu sein, schon wieder vergessen, was in dieser Box drin war. Weil die liegt hier schon einige Zeit. Als erstes habe ich hier von Real Chemistry for All Supple Luminous Glow Environmental Rescue Essential Day Cream. Also eine Tagescreme, da steht aber was mit Luminous Glow drauf. Und da das so ein bisschen, von der Farbe her würde ich fast sagen, ist so ein bisschen so ein Tanning-Produkt. Ich weiß es aber nicht. Ich muss sich austesten, kann man nicht so sagen. Aber von der Farbe finde ich natürlich die Verpackung finde ich jetzt nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Die ist nicht so super. Aber kommen wir zum nächsten Produkt von, ich weiß immer nicht, wie die Marke heißt. Da hatte ich schon mehrmals was von drin. Keine Ahnung. Superfood Facial Wash. So sieht das aus. Also ein Waschgel fürs Gesicht. Von dieser Marke habe ich schon mal gehört, dass die sehr gut sein soll. Also dass die ist eine sehr teure Marke, wie ich schon mal gehört habe. Und werde ich sehr, sehr gerne austesten. Kommt erstmal in meine Schublade, weil ich noch so genug habe. Aber wird auf jeden Fall irgendwann getestet. Dann von Madara Organic Skincare SOS Instant Moisturizer and Radiance Hydra Mask. Also eine Maske. Verpackung ganz okay. Ich gucke da mal rein. Okay, so sieht die Maske an sich aus. Werde ich auf jeden Fall gerne mal testen. Ihr wisst, wie gerne ich Masken teste. Von daher werde ich die auch testen. Ist okay, kann ich gebrauchen. Dann, was ich sehr cool finde von Christoph Robin, ist das ein Shampoo. Das hatte ich schon mal, habe ich euch schon mal gezeigt. Hatte ich eventuell auch in einer Look Fantastic Box oder in einem Kalender von denen, weiß ich nicht. Das ist ein Shampoo, was sehr dickflüssig ist. Eher so fast körnig, wie so ein Peeling schon fast. Aber da braucht man nur ganz wenig von, weil das schäumt so krass auf, dass man da nicht viel von braucht und die Haare werden da so glatt und seidig von. Es riecht irgendwie ganz cool und da freue ich mich richtig, dass ich das wieder habe, weil ich das letztens erst aufgebraucht habe. Von daher sehr, sehr cool, kann ich nur empfehlen. Dann hätte ich hier noch von Vita Liberata Advanced Organics Fabulous, was ist das? Self Tanning Gradual Lotion. Also ein Self-Tanning-Produkt, ein bisschen was, um braun zu werden. Ist ja nicht so, strebe ich nicht so an, sage ich mal, aber vielleicht teste ich das mal. Einfach um zu gucken, um es mit anderen zu vergleichen. Wenn ich sowas zugeschickt bekomme, teste ich es dann doch öfters mal. Einfach nur um zu gucken, wie es denn ist, damit ich euch vielleicht auch was dazu sagen kann im Aufgebraucht-Video. Genau. Als nächstes von Rituals, die Ritual of Dao. Bringing Peace and Tranquility into your life. Genau. Einfach eine Bodycream. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Rituals ist super. Hatte ich auch schon ein paar Mal die Creme. Von daher sind keine Parabene drin und keine Mineral Oils. Genau. Finde ich cool. Benutze ich gerne. Und als letztes Produkt noch was Dekoratives. Und zwar von Studio 10 einen Liquid Eyeshadow. Ich mache den mal auf, weil das interessiert mich sehr. Wenn ich ihn denn jetzt aufkriege. So. Ja, gut. Ich mach den mal auf und so. Oh. Okay, seht ihr das? Das ist eher so ein glowy, shiny Ding. Also eher durchguckbar, ist es jetzt nicht super deckend, aber sehr shiny. Kann man vielleicht mal im Sommer einfach nur so aufs Lid auftragen und dann im Sonnenlicht scheint das ganz schön. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Hat Glitzerpartikel drin, also... Ja, muss ich einfach mal irgendwann in einem Look testen. Das kann ich jetzt so noch nicht sagen, ob das cool ist oder nicht. Ja, und das war schon die letzte Look Fantastic Box. Ist leider vorbei, aber ich kann sie ja immer noch wieder bestellen irgendwann, wenn ich sie zu sehr vermisse. Und ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!